So Freunde, moin zusammen. Ja, wie ihr sehen könnt, Juli und ich sind auf dem Weg hier nach Bremen. Wir haben hier einen kleinen Mietwagen, ein eher gesagt größerer Mietwagen, Passat ist das, Kombi auch noch. Und wie gesagt, wir fahren nach Bremen, wir holen endlich meinen kleinen Mercedes ab. Die C-Klasse wird nämlich im Werk in Bremen gebaut. Und ja, da wollten wir euch natürlich mitnehmen. Wir befinden uns jetzt gerade in der Nähe von Münster, Münster haben wir hinter uns und Nähe von Osnabrück, das wollte ich sagen, genau. Und dementsprechend haben wir noch ein paar Kilometer vor uns, aber sind auch gut in der Zeit und bald da. Ja, und dementsprechend nehmen wir euch mit bei dieser Fahrt und haut rein, bis gleich. So Freunde, einmal hier schön zum Gucken, das wunderschöne Bremen Industriegebiet ist das hier, Mahndorf in der Ecke. Wir sind nämlich jetzt gleich da und dementsprechend waren wir gerade noch schön voll tanken die Kiste, müssen den, das ist ziemlich cool, nein, werde ich nicht für bezahlt. Mietwagen stellen wir einfach wieder ab, direkt beim Werk oder wieder, was heißt überhaupt erstmal ab, wir sind One-Way gefahren und wenn der da abgestellt ist, gebe ich den Schlüssel vorne am Eingang quasi ab und den holt dann irgendein Fahrer ab und ja, das war's einfach. Das finde ich ganz gut, dass wir nicht zu irgendeiner Station müssen. Kannte ich auch nicht, aber ich bin auch in meinem Leben vielleicht einmal erst in einen Mietwagen gefahren. Der Ablauf für gleich sieht folgendermaßen aus. Wenn alles klappt, ich habe da ein bisschen rumgebettelt und verhandelt, dass der Wagen quasi von mir vom Band runtergefahren werden darf. Und das soll wohl klappen. Ich hoffe, das funzt alles. Und dann steht er nämlich nicht. Das ist ein bisschen anders als bei einer Abholung hier im Werk normalerweise. Steht er nicht in diesem Abholbereich, da fahren wir den dann gleich erst hin, aber den fahre ich dann selber aus dem Werk raus, wenn alles klappt. Also das ist ein ziemlich geiles Highlight. Das wäre der erste Teil dann, dann gibt es natürlich den Wagen zu sehen und dann machen der Juli und ich natürlich auch noch die Werksführung mit. Dafür habe ich soweit leider keine Drehgenehmigung bekommen. Ich habe aber einige Videos zur Verfügung gestellt bekommen von Mercedes. Die blende ich euch dann gleich auch nochmal ein, wie so eine Produktion in dem Werk aussieht. Jo, und dann gibt es natürlich auch noch die Rückfahrt mit kleiner Probefahrt. Dementsprechend, haut rein, bis gleich. Wir sind jetzt hier im Werk direkt und ihr seht es, hier ist mein Baby. Und schaut mal, wir sind hier im Finish-Bereich. Das ist quasi der letzte Bereich, bevor der Wagen rausgefahren und verschifft oder halt direkt abgeholt wird. Und ach, ich muss das Ganze erstmal wirken lassen. So sieht der Wagen aus. Schaut ihn euch mal ein bisschen an. Also richtig geil und vielen, vielen Dank an der Stelle hier für, an Mercedes, die das möglich gemacht haben. Normal ist das nicht, dass ich den Wagen jetzt hier selber rausfahren darf und hier abholen darf. Normal ist das ein Kundencenter. Wenn wir jetzt hier reingucken, auch so ein geiler Splin. Ich habe gesagt, lasst auf jeden Fall die Folien alles noch drauf, auf den Schutz im Fußraum. Das werde ich selber abmachen. Und oh, ich muss direkt eine Nase nehmen. Ey. Neuwagengeruch, Leute, das ist so ein geiles Teil. Ihr habt es ja gesehen im Livestream, ich habe es ja konfiguriert. Das Holz ist der absolute Hammer. Es sieht live einfach nur geil aus. Also das ist ein absoluter Traum. Ich komme nicht drauf klar. Ich muss das erstmal auf mich wirken lassen. Schön hier, Alcantara-Lenkrad. Das ist ein absoluter Traumwagen. Also das ist sowas von genial. Hammergeil. Ich muss das erstmal alles wirken lassen. Rote Gurte. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Videos, wo die ganzen Details alles nochmal ganz genau gezeigt wird. Auch Carporn und so weiter. Dauert aber noch ein bisschen. Aber das ist, ach Leute. So, dann würde ich sagen, ich fahre den nämlich jetzt auch raus. Genau, erstmal anmachen. Richtig geil.
wie ihr sehen könnt, ich sitze jetzt hier mit dem Frank, Frankie im Auto. Der macht hier bei Mercedes in Bremen die Übergaben der Fahrzeuge. Und das wird jetzt genau mit meinem Wagen passieren. Und da hören wir mal ganz gespannt zu und du erzählst ihm ein bisschen was. So läuft das, ganz genau. Also, wir sind mal gleich bei den Fahrzeugeinstellungen. Da fangen wir einfach mal mit an. Ja, gerne. Du hast hier den Controller oder den Touch, ne? Vorne der Controller, drehen okay. Und drücken. Mhm. Oder den Touch, kannst du genauso bewegen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Controller, der lenkt nämlich nicht ab, lässt sich einfach leichter handeln. Okay. Bestätigen einfach mal eben die Seite und dann gehen wir einfach mal hier durch. Möchtest du, dass dein Wagen hupt, wenn du abschließt, oder reicht es, dass er blinkt? Passt. Passt. Ja. So, okay. Gurtanpassung, er zieht schön stramm. Das ist gut. Wenn du dich anschnallst, die Spiegelklappen ein beim Verriegeln. Aufwindbeleuchtung ist aktiviert, wenn du zum Wagen kommst. Verriegelung ist aktiviert. Innen leuchtet er 15 Sekunden nach, das reicht. Ja, klar. Außen würde ich ruhig 30 Sekunden einstellen, dann hast du immer Zeit, beleuchtet vom Wagen wegzukommen. Du hast zwei Alarmanlagen, Abschleppschutz und Innenraumschutz, und beide sind grundsätzlich scharf, okay. Wenn du das Auto verlässt und abschließt. Ne? Musst einfach darauf achten, wenn du jemanden einschließt oder gehst auf eine Fähre, Autoreisezug oder sowas, okay. Dass du das dann deaktivierst. Kapiert. Heckdeckelbegrenzung lassen wir einfach ausgeschaltet, sei denn du hast so ein Doppelparkdeck oder sowas. Was ist das? Wo du, dann kannst du sagen, ach, da sind komm, wir der so ganz geht nur halb auf. Okay, ne? Klar. Genau. Alles klar, haben wir schon alles aktiviert hier. So, Perfekt. Dein Telefon haben wir connected hier, läuft alles, Medien, darüber kannst du deine Musik abrufen vom Handy oder deine beiden USB-Anschlüsse hier nutzen oder okay. Den SD-Karten-Slot, natürlich auch CD- oder DVD-Player. Dann haben wir hier oben Air Condition. Klimaanlage machen wir einfach mal an. Ich drücke mal eben auf die Automatik. Deine Temperatur links, Temperatur rechts. Das heißt, wenn ich drücke, wird mir die hier digital angezeigt. Richtig. Und okay. Blendet sich nach einigen Sekunden einfach wieder aus. Ja, ist okay. Super. Wenn ich als Beifahrer jetzt hier spiele, würde synchron ausgehen. Ne? Ja, klar. Umluft, heizbare Heck, Defroster, Gebläse, Füße, Körper, Kopf. Und wenn okay. Du aufs Menü drückst, dann könntest du auch hier nochmal alles verstellen über den Controller. Aber es ist quasi das Gleiche, ne? Okay. Hier oben. Ja. Dann geht's hier mal weiter. Also hier ist an und aus für das Command. Ja. Laut und leise. Dein Klappenauspuff ist schon auf, leuchtet rot. Deine Abschaltautomatik ist gerade ausgeschaltet. Wer nicht war so das schlimm. Nur? Wer war das denn? Ne? Genau, wenn man drückt, ist sie wieder an. Dann beides wird gespeichert, so wenn ich das nächste Mal den Wagen ausmache und jetzt wieder anmache? Die Abschaltautomatik nicht, eher ja. Das ist die Hauptsache. Genau. Dann okay. Haben wir hier ESP. Dann haben wir das Fahrwerk in zwei Stufen, also hart oder ganz hart. Momentan steht das noch auf Komfort quasi. Okay. Dann kannst du ja immer mit genau, einem Schaltwippen quasi. Und du könntest auch auf manuell gehen, wenn du grundsätzlich nur mit den Händen schalten wolltest. Den Dynamikschalter, genau. Den du gerade da unterm Finger hast quasi. Ja. Das heißt, hierüber verändere ich die Fahrmodi. Richtig. Und er zeigt dir das auch richtig schön an. Ja, hier nochmal groß auf den Bildschirm. Ich kenne das noch ein bisschen von der Probefahrt. Ja. Das ist der individuelle. Individuelle. Ganz genau. Okay. Und dann würdest du einfach hier raufdrücken, anpassen und könntest dann alles so einstellen, wie du das haben möchtest. Ne? Okay. Das heißt, hier kann ich den Antrieb verändern, Fahrwerk. Okay. Getriebe. Klappe ständig auf, ESP ständig ausgeschaltet oder wie auch immer, ne? Komfort oder Sport Plus. ESP on. Genau. Der schöne Assistenten da drüben. Genau. Genau, mach die mal beide an da. Denn Lenkassistent. Lenkassistent. Ja, warte, ich muss noch einmal auf den Knopf drücken, weil nach einigen Minuten geht er einfach von der Stufe 2 auf 1 zurück. Okay. Also brennen lassen, ja, wieder anschalten und den daneben auch. So, und dann hast du nämlich hier deine Stereo-Kamera drin. Und der Lenkassistent mit dem Spurhalteassistent zusammen mit der Distronic Plus, dann kannst du, also besser kannst du gar nicht fahren. Fast freihändig auf der Autobahn, über eine längere Zeitspanne, und dein Cockpit weist dich wieder darauf hin, dass du das Lenkrad wieder anfassen musst. Ja, super. Kriegst nämlich ein schönes Lenkrad abgebildet mit zwei roten Händen. Genau, das hatte ich bei der Probefahrt auch ausprobiert. Ist genial. Ja. Daneben ist Parktronik aus. Und dann vom Einparken. Genau, also das ist, grundsätzlich ist hier eingeschaltet und das ist schon 360-Grad-Kamera. Da wir jetzt die Türen auf dieser Seite aufhaben, gucken wir nur so im Halbkreis. Ah, nicht schlimm. Kapiert.
Dann haben wir, weil wir auch gerade nach vorne stehen, die Sicht nach vorne. Mhm. Wenn du mal aus einer Einfahrt rauskommst und brauchst so eine schöne 180-Grad-Ansicht, dann bestätigst du die einfach und kannst wirklich links und rechts die sehen, die von irgendwoher geschossen kommen, die du sonst gar nicht siehst. Okay. Ne? Wenn der Rückwärtsgang und so weiter eingeschaltet wird. Guck mal, Juli, man sieht nämlich gerade hier, muss ich mal zeigen, wo ein Video läuft. Und guck mal, wie weit das links ist, wenn man darüber bitte. Ja. Das ist richtig schon krass. Genial, ne? Also das ist wirklich die Sicht nach links und rechts. Je nach Einfahrt oder sonst was kann ich mir sehr hilfreich vorstellen. Ja, ist es auch. Optimal. Was ist der letzte Knopf? Hier ist ein I. Das ist dein Head-Up-Display. Ach, da wird das Head-Up eingeschaltet. Siehst du denn schon was? Siehst du es? Müsste das jetzt, glaube ich, flackern sehen. Ich weiß es nicht. Sonst blende ich ein Bild an. Ich guck mal. Genau. Jetzt werde ich hinten die Rückseite öffnen. Schon erledigt. Okay. Und dann gibt es von AMG dieses wunderschöne. Warte. Oh, schick. Da ist es. Ich nehme es mal eben aus der Verpackung. Mhm. Das heißt, normal ist das hier nur komplett schwarzer Kunststoff und jetzt haben wir hier und jetzt Affalterbach. Kriegt der Olli einen schönen Affalterbach-Schlüssel. Also, das war jetzt genau die Einführung. Vielen, vielen Dank, Frankie. Hat Spaß gemacht. War gerne. Cool, auf jeden ganz Fall. Viel Spaß. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Werksführung. Ihr kriegt davon ein paar Bilder, die ich zur Verfügung gestellt habe. Guckt euch das auf jeden Fall an. Super spannendes Ding. Und danach sehen wir uns gleich wieder bei der Probefahrt. Oder Probefahrt, Rückfahrt. Probefahrt Einfahrt. Ist gut, genau. Rückfahrt. Kann sich warm anziehen. Also Martin Joppe war's. Der hat geschraubt. Seht ihr hier, Martin Joppe ist der Baumeister meines AMG-Motors. Ja. Sehr schön. Ein Mann, ein Motor. Hier auf der rechten Seite ist der Lack. Wir haben zwei Lackbereiche, Halle 8, Halle 1. Lackieren im Dreischichtbetrieb. Beliebteste Farbe, weiß und schwarz. Danach kommt das Selenitgrau. Das ist ein Grau, Metallic und Silber. Das sind die gängigsten Farben, die wir lackieren. Aber wir können auch Farben vom anderen Hersteller lackieren, wenn der Kunde es unbedingt möchte. Das mit dem Aufpreis macht aber ohne weiteres darstellen. Individuallackierung, oder wie sich das dann nennt. Okay. Genau, dann haben wir links Gebäude 88. Gegen 12 immer eine recht hohe Frequenz. Eines der beiden Restaurants. Ach so. Wir geben so an die 6000 Mahlzeiten am Tag in der Fabrik aus, sowohl in den beiden Restaurants als auch in den Hallen. In den Hallen haben wir kleine Shops, die heißen SB-Laden oder Benzaria. Dort werden zwei Standardgerichte gereicht. Die Kollegen bekommen dort alles, was sie brauchen. Pommes, Bratwurst, Baguette, Snickers, Mars. Links Gebäude 76, Verwaltung. Ja. Peter Theurer ist Produktionsleiter am Standort Bremen. Berichtet Andreas Kellermann, der ist zuvor Werkleiter gewesen, jetzt zuständig für die SE- und C-Klasse-Produktion weltweit, berichtet seinem Chef Marco Schäfer und der spricht mit Dr. Zetsche, unserem Vorstandsvorsitzenden. Der hat seinen Sitz. Ja klar, den kennt man aus der Presse. Genau, hier ist unsere eigene Tankstelle. Wir haben eine eigene Tankstelle für Fuhrparkfahrzeuge oder Kundenfahrzeuge, die mit dem vollen Tank bestellt worden sind, werden hier betankt. Dann hier auf der rechten Seite den Bereich Karosserie-Rohbau. Hier wird die Rohkarosse hergestellt, hier wird geschweißt und geklebt. Wir haben ganz unterschiedliche Fügetechniken bei der Herstellung. Haben ja beim C-Modell einen sehr hohen Alu-Anteil. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja. Wisst ihr, was alles gelesen, Alu ist? Irgendwo hatte ich was, aber was? Nee, ehrlich gesagt. Also der Alu-Anteil liegt bei maximal 41,8% karossenseitig. Okay. Beim Vorgänger C hatten wir Motorhaube, Kotflügel aus Alu. Bei dem neuen, wenn es ein Volldachfahrzeug ist, das Dach aus Alu. Alle vier Türen. Heckdeckel, Rückwandtür. Dann Teilbereiche Kofferraumwanne, dann sind die Federdome aus Aluminium und das Frontmodul aus Aluminium. Wir haben 70 Kilo weniger Gewicht karossenseitig beim neuen C-Modell. Okay. Genau. Das spart natürlich Kraftstoff. Der Schwerpunkt fällt dadurch auch. Das Auto natürlich, ist natürlich agiler, hat weniger Wink und Neig- und Wickbewegung. Deswegen agiler auf der Straße unterwegs. Wie viele Fahrzeuge werden jetzt hier in Bremen pro Tag produziert? Rund 1700. Okay. Das ist einiges. Und wie gesagt, auftragsbezogen gefertigt. Ne? Wir haben ein eigenes Presswerk. Presswerk Bremen sind im letzten Jahr rund 80 Millionen Karosserieteile gestanzt worden. Die werden dann halt im Karosserie-Rohbau angeliefert und weiterverarbeitet. Und wir haben einen eigenen Gleisanschluss. Wir produzieren PKWs für rund 197 Länder. Exportanteil 70%. Größter Abnehmer China. Gefolgt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Zwei Drittel gehen per Bahn raus, ein Drittel per LKW. Per Bahn geht es nach Bremerhaven. Von Bremerhaven aus werden die Fahrzeuge dann halt in Überseeländer verschifft. Ganz genau, richtig. Na, und das Werk, die Fabrik, ist eine kleine Stadt in Bremen. Mhm. Ja.
Ja, aber 12.500 Mitarbeiter, hast du gesagt, sind hier. Mhm. Am Standort ist das natürlich Wahnsinn. Ne? Naja, wir sind Bremens größter privater Arbeitgeber und binden natürlich in der Region sehr, sehr viel Arbeitskraft. Ja, klar. Und wenn wir jetzt die ganze Zulieferindustrie nehmen und die Infrastruktur, die an Mercedes-Benz Bremen hängt, ich würde sagen, das sind nochmals rund 60.000 Menschen involviert. Ja. Ja. Also ein sehr, sehr wichtiger Standort auch für die Region. Ja, klar. Ja, und ich wollte euch jetzt die C- und GLC-Endfertigung zeigen. Ja, sehr gerne. Wo dein Auto hergestellt worden ist. Genau. Ja, und das blende ich euch jetzt im Video ein. Ihr seht das jetzt, hier habe ich ein paar Presseaufnahmen zur Verfügung gestellt bekommen und viel Spaß damit. Los geht's! Ja, hier seht ihr jetzt einen Teilbereich des Mercedes-Werks in Bremen. Und das hat sage und schreibe im Gesamten auf der Fläche 1,5 Millionen Quadratmeter Fläche. Also das ist richtig faszinierend. Hier sehen wir jetzt die Karosserie, wie sie vorbereitet wird, auch in dieses spezielle Flüssigkeitsbad kommt, bevor gleich die Roboter damit anfangen können, um den Lack perfekt zu lackieren. Und man hat das gerade auch ganz gut gesehen, die Türen und auch Kofferraum, Deckel etc. sind bereits eingebaut. Hier geht der ganze Bereich jetzt los mit der Lackierung. Ihr seht, die Roboter, die laufen hier ihre gespeicherten Prozesse ab. Das ist total faszinierend. Im nächsten Schritt, genau, zack, jetzt, nochmal auch von unten wird das Ganze lackiert. Also das ist der absolute Wahnsinn, total spannend. Diesen Bereich konnte ich jetzt in meiner Werksführung leider auch nicht sehen, weil ihr seht das ja auch schon so im Hintergrund, da ist auch alles hermetisch abgesiegelt, damit da natürlich keine Staubkörnchen rumfliegen und sonst was. Hier sehen wir jetzt den Bereich, wo die Roboter bei der Lackierung die Klarlackschicht auftragen. Man sieht es direkt, ein deutlich geilerer Glanz auf dem Lack zu sehen. Und dann kommen hier natürlich die Kollegen der Qualitätssicherung ins Spiel und die überprüfen das alles nochmal. Und das fand ich auch ganz spannend. Zack, kleiner Stempel. Jeder Mitarbeiter, der da was zu prüfen hat in dem Werk, geht hin und ja, gibt quasi mit seinem Stempel seine Unterschrift nochmal klar ab, ja, das Fahrzeug ist in Ordnung, das habe ich oder diesen Schritt habe ich überprüft. Ja, hier nochmal so eine kleine Übersicht über die einzelnen Fließbänder. Jetzt kommt was total Spannendes, das habe ich auch gesehen. Hier wird die Windschutzscheibe eingesetzt. Ich habe im Werk ganz genau gesehen, wie ein Panoramadach eingesetzt wird, was vom Prinzip her relativ ähnlich ist. Ihr seht, dass der eine Roboter die Scheibe festhält und bewegt und der andere Roboter trägt den Kleber auf. Und jetzt, zack, drückt der Roboter die Scheibe hier an. Das ist so krass, was da für Prozesse ablaufen. Weil man muss sich das mal vorstellen, die Karosse kann ja auch mal einen Zentimeter weiter links stehen oder weiter rechts auf dem Fließband. Hier auch super spannend zu sehen, wird das Armaturenbrett eingebaut. Da ist kein Mensch mehr. Das machen Roboter, die ziehen jede Schraube an. Ihr seht es da richtig cool. Also das ist Wahnsinn, Leute. Zack, und guck mal, wie der jetzt hochgeht und nirgendwo stehen bleibt oder irgendwo gegenkommt oder ähnliches. Also das ist Wahnsinn. Richtig krass. Ja, hier kommen wir zum Teil, wo die Karosserie mit der Bodengruppe verbunden wird, sprich Hochzeit. Da wird der Motor eingesetzt in die Karosse. So, der wird jetzt quasi per Aufzug, sag ich mal dazu, nach oben gefahren und eingesetzt. Das ist auch krass, dass das wirklich genau passt. Also das ist immer wieder faszinierend, wenn man sich das anguckt. Ja, der Kollege ist jetzt beim Inneneinbau. Sprich, eine Seitenverkleidung macht er da an der A-Säule. Und jetzt hier seitlich hat er auch noch ein weiteres Kunststoffteil angebracht. Ja, der Kollege ist jetzt hier einen Scheinwerfer am Einbauen. Klar, Kabel muss eingesteckt werden. Dann muss das Teil natürlich ausgerichtet werden. Deswegen ist er da ein bisschen hin und her am Rütteln. Und natürlich, zack, da mit einem guten Akkuschrauber wird das Ganze befestigt. Genau wie auch hier. Auch sehr geil, so ein Sitz. Guckt mal, wie der festgehalten, wie der hochgehoben wird durch diese Tragevorrichtung. Zack, durch diese Roboterkraft. Und dann natürlich ganz schön wird hier ein Logo eingesetzt. Dann kommt natürlich auch nochmal so eine kleine Qualitätskontrolle, die der Kollege hier durchführt. Und da ist er auch wieder und er nimmt seinen Kugelschreiber und macht natürlich auch die
Bestätigung, dass alles in Ordnung ist. Ja, und dann fährt das Fahrzeug raus. War natürlich jetzt nur ein kleiner Aspekt. So, ihr seid angeschnallt beide? Ja. Ja. Dann geht die Post ab. So, das hier ist jetzt die Teststrecke und die S-Klasse hat auch Power. So, hier schöne Steilkurve. Neigung 45 Grad, erlaubt sind 80 km/h. Boah, guck dir mal die Kurve an. Boah, ich werde gerade schwer. Kannst die Kamera noch halten, ja? Ja, so ein bisschen. Wahnsinn, ey. Da sagt mir nochmal einer, die S-Klasse ist nicht schnell. Die ist absolut schnell. Gerade in dieser Motorvariante. Welche Maschine war hier nochmal drin? Was hast 4 Liter gesagt? V8 Biturbo. SL 560. Gott. Lange Version. So. Wahnsinn. Also die Kurve ist der Wahnsinn. Die ist... Boah. Guckt euch mal die Neigung her. Ist das krass. Die machen wir halt Gütesicherungsfahrten, Qualitätskontrollen. Mhm. Nach der 100% Kontrolle auf einer Rolle in der jeweiligen Halle werden hier nochmals Fahrzeuge in Stichprobe von den Testfahrern fahren. So, jetzt sind wir zweimal durch die Steilkurve. Nichts zu hören. Das ist krass. Also eine S-Klasse, wie gesagt, mit Fahrer nehme ich die auch. Boah. Funktionieren sehr gut, ne? Ja, das war die Teststrecke. So, Freunde, kleiner Rastplatz hier, Ecke irgendwo vor Hagen. Also wir sind bald zu Hause und jetzt guckt euch das mal an. Nur von der kleinen Fahrt jetzt hier, 200 irgendwas Kilometer, sieht die Kiste natürlich hinten schon wieder richtig bescheiden aus. Keine Wunderung oder ähnliches. Die Kennzeichenhalter kommen natürlich ab. Das war nur, weil ich mein Kennzeichen selber dran machen wollte. Das habe ich auch so gemacht. Danke an Mercedes an der Stelle nochmal, dass ich das konnte und durfte. Mache ich auf jeden Fall was anderes. Ich denke, diesmal werde ich schrauben. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich glaube, ich werde echt schrauben diesmal. Weil mit dem Klett bei einem Leasingwagen weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ja, ich weiß nicht. Ja, so sieht er auf jeden Fall jetzt hier aus. Richtig schick. Ich bin total happy. Also macht auf jeden Fall richtig Bock. Das, was absolut keinen Bock macht, ist natürlich leider sehr bescheiden. Das Einfahren, also 1500 Kilometer jetzt nur mit der Geschwindigkeit, wird kritisch. Ja, hier vorne auch nochmal Kennzeichen Halter, habe ich jetzt extra nur einen Halter hier auf das dicke Brikett noch drauf gemacht, weil ich glaube, das werde ich wirklich schrauben, damit ich hier möglichst keinen Abstand und Ähnliches habe. Und mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Zur Info, das fand ich relativ blöd beim Benz. Also man hätte es jetzt auch ohne das Brikett bestellen können. Hätte ich direkt dran machen können, das Teil dann. Und der Mist dabei war, das hätte einen Aufpreis von irgendwie nochmal, keine Ahnung, was weiß ich, wie viel 100 Euro gekostet. War es mir dann doch nicht wert. Wenn es mein Eigentum wäre, das Fahrzeug, würde ich das eher machen als bei einem Leasingwagen jetzt hier. Genau. So, jetzt haben wir Außenbereich gezeigt. Gucken wir nochmal innen rein. Ja, wir haben jetzt die Folien und alles soweit komplett abgemacht. Und dann gibt es natürlich jetzt auch gleich nochmal eine kleine Probefahrt. Also ich bin mega happy, richtig geil. Riecht top frisch. Oh, richtig geil. Hammer. Juli, lass es dir schmecken.
Danke. Genau. Also, Probefahrt. Jetzt seid ihr mit dabei. So, und ich darf ja noch nicht zu schnell und noch nicht zu viel drehen. Aber Leute, der macht Bock. Ihr hört euch das an. Das Teil ist so böse, ey. Also man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch in diesem Sport-Plus-Modus, mache das jetzt nur mal kurz für die Vorführung und danach fahre ich wieder ganz gediegen, anständig mit dem Tempomat. Das ist echt schon ein richtig geiler Sound, der klingt, der macht Dampf und da werde ich auf jeden Fall noch viel Freude mit haben und euch auch viel davon zeigen. Das ist echt eine Ansage, diese Kiste. Ich weiß, ihr habt gesagt, das klingt assi, aber ja, das passt ja zu mir. Also von daher ist ja alles gut, ne? Also das ist brachial und es ist echt der Horror, jetzt 1500 Kilometer hier so fahren zu müssen. Ah, der geht doch nicht. So geil, ey. Also ohne Scheiße, ich habe selten solche krassen Emotionen bei so einem Wagen, ey. Hammergeil, richtig geil. Also dementsprechend, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Sport-Plus-Modus, machen wir natürlich auch nochmal hier ein bisschen, oh, nee, nicht Race, da lassen wir die Finger von. So, Komfort. Und jetzt haben wir die Klappen ja zu, jetzt machen wir die Klappe auf und da klingt der auch schon richtig krass. Und dieses Nachböllern, das ist weniger hier auf jeden Fall in dem Fall. Das heißt, das macht er dann nochmal eine Ecke weniger. Und ich bin mega begeistert, das kann ich jetzt schon mal sagen, von dem Head-Up-Display. Also Leute, das Head-Up-Display, das macht das ganze Auto erst richtig rundum vollkommen und super geil. Also damit zu fahren macht wirklich richtig Bock, weil das total geil ist. Ich gucke nicht mehr nach unten, sehe alles hier oben, habe hier drin Navigation, Kilometer, wie viel ich fahren darf, also die Begrenzung, Kilometer, die ich gerade fahre, sehe, wann ich ankomme, wo ich hin muss und alles, was ich wissen will. Also das ist wirklich eine richtig geile, schnieke Sache. Ja, Freunde, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Mercedes, dass das ein so geiler Tag war. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.